Ich glaube, wenn ich noch länger im Stützpunkt geblieben wäre und diese Erdbeben gespürt hätte, wäre ich durchgedreht. Eine Woche fast ohne Schlaf und mit unglaublichem Stress. Dazu ständig diese Erdbeben, das zehrt wirklich an den Nerven. Nachdem wir verlegt worden waren, schliefen einige von uns so gut wie lange nicht mehr. Kein Wunder, denn schließlich wussten wir, dass wir aus dem gefährdeten Gebiet heraus waren. Das heißt, wir waren weiter vom Vulkan entfernt. Wir konnten nicht sicher sein, dass es weit genug war. Trotzdem war es einfach wichtig, den Stützpunkt zu verlassen. Wie ich ja schon gesagt habe, wenn ich noch länger hätte dort bleiben müssen, wäre das schlimm für mich gewesen. Dank der Warnungen der Experten sind so gut wie alle Menschen im Umkreis von 25 Kilometern um den Pinatubo evakuiert worden. Doch die Gewalt des Ausbruchs und der Taifun sorgen dafür, dass die Eruptionen weit über das geräumte Gebiet hinaus Auswirkungen haben. Städte wie Ankeles und Olongapo werden von einer bis zu 30 cm dicken Ascheschicht überzogen. Zahllose Hütten und Häuser brechen unter dem Gewicht der nassen Asche und aufgrund der ständigen Erschütterungen durch Erdbeben zusammen. 1 Million Menschen werden obdachlos. Dank der Evakuierungen beträgt die Zahl der Todesopfer nur 350. Die ersten Kamerateams, die in das Gebiet um den Berg vorstoßen, finden eine surreale, einfarbige Landschaft vor. Der Ascheregen hat das Gebiet in eine Art Mondlandschaft verwandelt. Selbst 80 Kilometer vom Pinatubo entfernt sind Felder und Weiden unter Asche begraben. In den kommenden Wochen und Monaten stirbt in den betroffenen Gegenden rund die Hälfte des Viehs. Noch Wochen später spuckt der Berg Asche und Gestein aus. Heute steht fest, dass der Ausbruch des Pinatubo der gewaltigste Vulkanausbruch des Jahrhunderts war. Es lässt sich nur sehr vage schätzen, wie viel Masse bei der Eruption ausgestoßen wurde. Man geht von 5 bis 8 Kubikkilometer Ascheablagerungen verschiedener Art aus. Das ist ungefähr 10-mal so viel wie beim Ausbruch des Mount St. Helens 1980. Eine große Aschewolke gelangte in die Atmosphäre und umrundete innerhalb von 3 Wochen die Erde. Sogenannte Aerosolpartikel blieben über Jahre in der unteren Stratosphäre
und reflektierten einen Teil der Sonnenstrahlen, was eine durchschnittliche Abkühlung der bodennahen Luftschichten um 1 Grad Celsius zur Folge hatte. Im Katastrophengebiet herrschen nach dem Ausbruch chaotische Zustände. Von den rund 250.000 Menschen, die vor dem Pinatubo geflohen sind, leben 4 Monate später noch immer 200.000 in Flüchtlingslagern. Die Gefahr von Lahars, von heißen Schlammströmen, macht die Rückkehr in ihre Heimat problematisch. Die pyroklastischen Ströme haben die Täler an den Hängen des Vulkans mit Ablagerungen von 4 bis 7 Kubikkilometern gefüllt. Dabei handelt es sich um Asche und Bruchstücke von Bimsstein. An mindestens einer Stelle ist diese Schicht 200 Meter dick, über weite Gebiete 30 bis 50 Meter. Die Ablagerungen sind sehr locker und heiß. Durch Regengüsse können sie sehr schnell zu Lahars, zu Schlammlawinen werden. Dann fließen sie mit 15 bis 20 Kilometern pro Stunde die Hänge herab. Ihre Dichte entspricht etwa der von flüssigem Beton. In den Monaten nach dem Ausbruch führen die philippinischen Behörden einen verzweifelten Kampf. Sie versuchen, die Flüsse frei von Ablagerungen zu halten. Mit jeder neuen Schlammlawine drohen großflächige Überschwemmungen. Schätzungsweise 650.000 Menschen haben ihre Arbeit verloren. Rund 50.000 Familien wurden dauerhaft obdachlos. Davon sind rund 10.000 Familien Aetas, unsere Ureinwohner. Sie lebten an den Hängen des Pinatubo. Die anderen 40.000 Familien stammen aus dem Flachland. Die Häuser der Familien aus dem Flachland liegen zum Teil in Überschwemmungsgebieten, zum Teil wurden sie durch Lahars unter einer 1 bis 4 Meter dicken Schlammschicht begraben. Die Schäden auf der Clark Air Base waren so groß, dass die Air Force beschloss, den Stützpunkt aufzugeben. Auch die Subic Bay Naval Station wurde stark beschädigt. Aber die Navy war der Ansicht, die Militärbasis sei zu wertvoll, um sie aufzugeben. Sie gab Millionen Dollar aus, um sie wieder nutzbar zu machen. Doch keine 6 Monate später entschied der philippinische Senat, den Pachtvertrag mit der Navy nicht zu verlängern. Damit endete die 100-jährige Militärpräsenz der USA auf den Philippinen. In den Monaten nach dem großen Ausbruch des Pinatubo spuckte der Vulkan immer wieder. Einige Eruptionen waren immerhin so gefährlich, dass Zehntausende erneut evakuiert werden mussten. Die Schlammlawinen blieben eine große Gefahr und forderten weitere Menschenleben. Heute wird der Pinatubo bestiegen, als wäre er ein ganz normaler Berg.
Aber sein großer Kratersee erinnert daran, was für gewaltige Kräfte die Natur freisetzen kann. Die Wissenschaftler, die relativ genau seinen Ausbruch vorhergesagt hatten und so Tausende von Menschenleben retteten, können zufrieden sein. Auch wenn bei manchen von ihnen ein Hauch Melancholie zu spüren ist. Es ist schon merkwürdig. Ich bin 33 und habe diese unglaubliche Erfahrung gemacht. Man fragt sich, wie man da noch einen draufsetzen soll. Was kann größer sein? What do you go to that's bigger, you know?